Prima Klima lautet das Thema der Projekttage an der Ganakeseer Förderschule Harbrücker Weg. Insgesamt 70 Schülerinnen und Schüler befassen sich am Dienstag und Mittwoch in 8 verschiedenen Gruppen mit dem Klimaschutz. Unter anderem konnten die Jugendlichen ihre persönliche Klimabilanz errechnen lassen. Wie die eigene Ernährung das Klima beeinflusst, erfuhr eine andere Gruppe in der Schulküche. In anderen Projekten befassten sich die Schüler mit dem Bau kleiner Solarmobile oder Windräder. Und Kondition war gefragt auf einem Ergometer, über dessen Pedale eine E-Gitarre mit Strom versorgt wurde. Jeweils eine Gruppe besuchte zudem am Dienstag und am Mittwoch das regionale Umweltzentrum Holln, wo sie in Nachhaltigkeit und Energiesparen geschult wurden.